wie ein Stein ist es. Jakob wird eng und Josua am Ufer des Jordan, hier am Ufer des Mains. Ich möchte an dieser Stelle Herrn Architekt Dag Schröder und Herrn Domkommissar Dr. Renzen vielmals danken, denn Sie haben in Planung und Ausstattung einen gleichermaßen würdigen und funktionalen Rahmen und ein neues touristisches Highlight für unsere Stadt und unsere Kirchengemeinde St. Kilian geschaffen. Mit dem Dokumentationszentrum des Tourismus und Ritterkapelle entsteht in unserer Stadt jetzt ein weiterer Ort, an dem nicht nur Kunst präsentiert und Geschichte aufgezeigt, sondern im Grunde auch Geschichte einer Spiritualität oder Spiritualität überhaupt Raum gegeben wird. Und auch darauf können wir stolz sein. Das von den Archiven her ist das früheste Alter belegt mit 1448. Bad Beinhaus, hier oben dann ein sakraler Raum und war dann später für den Betrieb des Friedhofs zuständig, für Geräte und das hier oben war zum Schluss Rumpelkammer. Mit vollgefüllt mit allem, was so in der Kirche gebraucht worden ist, mit Epitaphien. Die sehen Sie jetzt hier auf der Seite der Ritterkapelle, auf der Nordseite. Die schönsten hat man hier herausgesucht und restauriert. Es liegt natürlich auf der Hand, wie kaum anderswo. Da ist fast Hasfurt singulär mit der Ritterkapelle, ist hier eine Maßnahme getroffen worden, unter Heideloff angedacht, eine Quasi-Kathedrale zu erbauen. All das, was man mit Historismus verbindet, findet sich hier nicht nur im Äußeren, in der Architektur und in der Ausstattung, sondern auch im gedanklichen Werk, nämlich dem deutschen Stil, der ist ja pervers letztlich, Gotik ist französisch, aber man hat sie vereinnahmt als deutsch, im deutschen Stil ein Bauwerk entstehen zu lassen, das man sogar dann als ein wichtiges Werk im Blick auf ein historisches Datum, nämlich der Einigung von zwei Kaisern, beziehungsweise als bayerisches Pendant zum Kölner Dom gesehen hat. Also zunächst mal werden wir das Dokumentationszentrum jetzt am 1. Mai erstmals der Öffentlichkeit zur Verfügung stellen. Und dann ist es normalerweise so, dass wir Samstag und Sonntag geöffnet haben, zwischen Mai und Oktober und hier in der Zeit von 14 bis 17 Uhr. Mit dem Dokumentationszentrum zum Historismus und zur Ritterkapelle entsteht hier in Hasfurt so ein kleines Netzwerk, auch von spirituellen Orten. Von daher finde ich das auch jetzt noch einmal sehr reizvoll. Hier wird so die Geschichte der Ritterkapelle aufgezeigt, auch des Historismus, aber auch die Geschichte der Spiritualität, die sich damit verbindet. Und damit haben wir jetzt noch einmal einen Ort hier in Hasfurt, an dem man so ein Stück deutlich machen kann, es gibt unterschiedliche Orte von Spiritualität, wo man auch Verschiedenes aufzeigen kann.